Schönen guten Tag zusammen. Guten Tag. Ich bin der Horst. Ich bin der Justus. Justus, freut mich außerordentlich. Justus, wen hast du mitgebracht? Meine Oma. Christel. Hallo, liebe Christel. Freut mich sehr. Bist du noch in der Schule oder bist du schon am Arbeiten? In der Schule. Ja, wie viel ist Schuljahr? Drittes. Macht noch Spaß? Ja. Ja? Welches sind deine Lieblingsfächer? Kunst, Sport und Mathe. Und Mathe? Ja. Ach, warum denn Mathe? Weil ich das gut kann. Weil es sehr leicht fällt wahrscheinlich. Ja. Hast du richtige Freunde, so richtig Buddies, wo du sagst, so, das sind meine? Mhm. Haben die alle die Haare wie du? Nö. Nee? Bist du der Einzige? Jein. Also gibt es schon welche, die auch lange Haare haben? Ja. Ja, ich wollte die früher immer so lange haben, durfte ich aber nicht. Wieso? Nee, mein Vater und meine Mutter haben immer gesagt, ich kriege einen Mäcki, so hier. Das habe ich seit meiner Kindheit. Ich hatte nur einmal kurzfristig lange Haare und dann sah ich voll doof aus. Sah aus wie Prinz Eisenherz für Arme. So, bevor mir jetzt aber die Friederike wegläuft, ja, weil sie denkt, wir werden gar nicht mehr mit ihr reden, wo habt ihr denn diese tolle Figur her hier? Also ich habe die vor 10 Jahren circa mal auf eine Haushaltsauflösung gekauft und habe aber mittlerweile einen Rauherdackel, Mini-Rauherdackel und habe dann also wirklich Angst, weil die auch schon auf dem Podest stand, dass sie runterfällt und dann ist mein Arm schlägt. Ja. Dann soll die weg. Gut. Friederike, ich gehe mal davon aus, das ist was Besonderes, weil ich sehe hier vorne eine Signatur. Ja. Ich würde sagen, wir fangen mit den Signaturen an. Also diese stolze Figur eines Bergarbeiters ist gearbeitet worden von Charles-Octave Lévy, einem französischen Bildhauer, der lebte von 1820 bis 1899 und ist dafür bekannt, dass er im Salon des Beaux-Arts ausstellte. Und ich zeige nämlich gleich mal die Markierungen, die wir haben. Und zwar sieht man hier direkt sichtseitig an seinem rechten Fuß der Titel der Skulptur Mineur par C.H. Lévy und dann Salon des Beaux-Arts. Das heißt, diese Statue war im Salon ausgestellt, vermutlich gegen Ende des 19. Jahrhunderts, sagen wir mal im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts und war dort präsentiert worden. Dann hat der Künstler diese Skulptur auch noch signiert. Ich drehe es mal langsam um, sie ist wirklich schwer. Ich kriege das gerade noch hin. Da sieht man nun hier C.H. Lévy. Und dann drehen wir sie einmal ganz um. Dort ist nämlich ein runder Gießereistempel. Da steht Bronze Garantie und darunter dann eine Nummer, die 3925. Das ist wahrscheinlich die Modellnummer in dieser Gießerei. Das können wir jetzt nicht genau ausmachen. Also haben wir auf jeden Fall diese drei Stempelungen bzw. Signaturen, die das Stück jetzt auch wertvoll machen, weil sie es eben auch identifizieren. Stopp, wo du sie gerade so stehen lässt, oben an dem rechten Oberarm, da ist irgendwie was verschmiert. Ja, das ist nicht verschmiert, sondern die Bronze, die stand wahrscheinlich mal draußen. Nee, das heißt, die mit vollem feuchten Lappen mal abgeputzt. Ja, das ist eigentlich nicht weiter schlimm, das ist korrodiert, das heißt, da sieht man das Grünspan durch, das heißt also den Kupferanteil der Bronze. Genauso wie eben auch auf der Terrainplinte gibt es auch einige grüne Stellen und am linken Oberarm innen auch. Mhm. Also das passiert im Laufe der Zeit, das ist nicht weiter schlimm. Man Womit pflegt man denn so eine Statue? Mit Öl? Ich würde mit dem Ölläppchen drüber gehen. Das kommt drauf an. Ich würde sie noch mal lieber vom Restaurator genau anschauen lassen. Je nachdem, ob sie vielleicht nicht doch draußen stand oder genau schauen, wie die Patinierung gemacht ist, dass man da nichts falsch macht. Mhm. Ja. Dann habe ich aber mitbekommen, wenn ein Stempel drauf ist von der Gießerei, dann ist es eine echte Bronze. Wenn schon drauf steht Bronzegarantie, ja, ne, dann natürlich. Wird es auch so sein. Das ist aber keine Vollbronze. Das ist keine Vollbronze, das ist natürlich ein Hohlguss. Also nach dem Wachsausschmelzverfahren wird das hergestellt sein. Die Bronze ist vom letzten Viertel des 19. Jahrhunderts, also etwa 1875 bis 1900, schätze ich. Was das Besondere daran ist nun, dass dieser Bergarbeiter wie ein Halbakt dargestellt ist, also
barfuß, so würde er niemals arbeiten, dann aber in dieser hochgekrempelten Arbeitshose. Und was natürlich auffällt, die gesamte Haltung und der ganze Blick zeigen, dass es sich eigentlich eher um etwas Heroisches handelt, wie einen Herrscher oder wie ein Götterbild, was man von früher kannte. Das heißt, was ganz wichtig ist, die arbeitende Bevölkerung ist eben darstellungswürdig wie ein Denkmal. Und das finde ich so bemerkenswert. Und diese Thematik der arbeitenden Bevölkerung hat man in dieser Zeit entweder so heroisch dargestellt oder auch durchaus realistisch und sozialkritisch. Also diese beiden Möglichkeiten gab es. Und der junge Mann hat ja schließlich studiert hier, ne? Ja, genau. Also über ihn ist nicht viel bekannt allerdings, aber er muss natürlich eine akademische Ausbildung genossen haben bei diesen qualitätvollen Skulpturen. Er hat auch ähnliche Themen noch gestaltet und ja, war durchaus bekannt. Und diese Figur gab es in unterschiedlichen Größen, auch ganz klein und durchaus auch in lebensgroß soll es diese Statue gegeben haben. Ja, genau. Mein Lieber, den Zustand haben wir eben schon ein bisschen angesprochen. Ja. Was sagst du so im Gesamtheit? Gesamtheit dem Alter entsprechend, würde ich sagen. Also das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, ja. Ich möchte gerne noch etwas ergänzen. Gerne. Und zwar die Wichtigkeit dieser Darstellungen von arbeitenden Personen. Wer sich dafür interessiert, könnte sich mal die Sammlung anschauen in der Zeche Zollern in Dortmund. Dort gibt es die weltgrößte Sammlung von solchen Bronzeskulpturen der arbeitenden Bevölkerung. Und das ist unheimlich interessant. Also die Figuren etwa zwischen 1850 und 1950. Hört sich alles gut an. Wie viel Prozent kriegst du nachher davon? Du bist ja in Mathe so gut. Weiß ich nicht. 5 bis 10% kommt drauf an. 5 bis 10%? Ja. Das kann eine ganze Menge werden. Was möchtet ihr denn haben? Mindestens 800. Bei welchem Betrag landet Friederike? Ich schätze die Figur ein auf 1200 bis 1500 Euro. Das ist schon mal gut. Nur für dich. Das wären bei 1200, bei 10% schon 120 Euro. Also ich würde mal sagen, das könnte sich als echt Bodyguard lohnen heute. Hat sich das gelohnt. Als Bodyguard. Dann gehe ich mal davon aus, der Bodyguard bekommt auch die Händlerkarte. Bitte schön. Danke. Und dann nachher richtig mit verhandeln. Ne? Nicht direkt Ja sagen, dann muss ich sagen, ja, ne? Denk an meine 10%, da muss man rüber. Ja. Da geht's rüber, ihr Lieben. Alles Gute. Nehmen wir mit. Der arme Teufel, jetzt steht hier ganz alleine. Tschüss. 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 Das war immer mein Albtraum, dass Mama oder Oma mich vergisst irgendwo. Ne? Ja, bleib hier stehen und zack, bleibst du stehen und dann Hilfe. Ja, also ich meine, davon mal abgesehen. Also Bergmann, er sieht eher aus, als würde er an der Staatsoper gleich ein Ballett tanzen. Wie gesagt, ne? Ja, ja. Eben. Ja, der hat nie Steine gekloppt. Im Leben hat er keine Steine gekloppt. Als der Horst mir die Händlerkarte gegeben hat, war es irgendwie cool. Soll ich mal versuchen anzuheben? Nicht unbedingt, ne? Ich muss mir den mal ein bisschen drehen. Klang ist gut, klang gut. Hier oben ist so ein bisschen dieses Grünspan. Grünspan? Ja. Dann wird es schon Bronze sein. Schon, ne? Aber von der Ausarbeitung her wunderbar gemacht. Stattlicher Kerl. Ja, der wird dir gefallen, nicht? Jo. Ja. Ich bin mitgekommen, weil ich meine Oma unterstützen wollte. Ja, mein Bodyguard. Na dann kann ja nicht mehr viel schiefgehen. Zumal der bronzene Bergarbeiter einiges mehr wert ist als gedacht. Glück auf, also. Hallo, die Herrscherin. Hallo. Hallo zusammen. Hallo. Du hast den aber nicht getragen, ne? Hallo. Hallo. Hast aber einen strammen Burschen mitgebracht. Welcher denn jetzt von beiden? Aber hier, der ist schon mächtig, ne? Ja. Es ist ein Bergmann, eine außergewöhnliche Bronze. Da vorne ist eine Widmung. War das einmal auf irgendeiner Ausstellung, dieses ja, Stück? Ja, wurde gesagt. Im Salon der schönen Künste. Richtig. Genau. Sehr gut. Da kannst du mal richtig fetter Prügel zu sagen. Und ist auch sehr schwer. Ja. Also die Darstellung ist sehr stolz. Man sagt Kontrapost dazu mit dem Standbein, so wie auch der David steht in Florenz. Ich bin begeistert und ich möchte mit 500 beginnen. Ich mach 580. 650. 680. 700. 800. 880. 1000. 1050. 1200. Sie sehen, alle sind begeistert. Was passiert denn mit dem Geld? Bekommt der Junior auch ein bisschen was ab? Ja. Aha. Dann müssen wir weitermachen. Ja. 1300. 1350.
1550. Ich meine, das Besondere ist wirklich, dass diese Figur bei dieser Ausstellung war. Sonst und der sieht auch toll aus, tollen Körper. Ja, ja, wir brauchen ihn nicht mehr schönreden. Also der Körper spricht mich tatsächlich nicht so an. Ne? Also, zumindest für meinen Teil sagen. Sehr schöne Füße. Da ja. Ich finde Füße auch interessant, aber auch da, das sind Männerfüße, die interessieren mich leider nicht so sehr. Wo sind wir? Ich führe, glaube ich, mit 1550 Euro. Das ist auch nicht so schlecht. Dann ist nicht schlecht. Nee. Junior, was meinst du? Bisschen kann noch, ne? Ja. Ja. 1600. 1700. Ich lege noch einen drauf, 1800. Da bin ich raus. Wir haben so viel Bergbau im Harz, deshalb interessiert mich dieses Teil auch. Ich finde es sehr schön. 1850. Wir hatten auch sehr viel Bergbau im Ruhrgebiet, deswegen sage ich noch 1900. Mein Opa war Bergbauarbeiter, Untertag. 2000 Euro. 2000 ist schon nicht so verkehrt. 2000 ist schon bärenstark. 2050. 2100. Manchmal muss man die Vernunft walten lassen. Und das aus Waldis Mund. Ich halte mich mal raus. Ich höre nur noch zu. 2,15. Das darf nicht wahr sein. Also der Preis ist stark und ich glaube, der Friedrich hat gekämpft wie ein Löwe. Ich steige jetzt aus. Wollen Sie verkaufen, meinen Friedrich, für 2,150? Ja, machen wir. Ja. Also, super. Ich dachte schon, es wäre Schicht im Schacht. So. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 1 und 50. So, da freue ich mich sehr über diesen tollen Knaben. Vielen Dank. Bitte schön. Ja, mach das mal gut. Ne? Der Junior holt das Geld. Ja. Tschüss, die Herrschaften. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ciao. Ciao. Bärenstark. Wow. Wirklich wahnsinnige Ausformung. Wir sind super zufrieden mit dem Geld. Du auch, ne? Ja, ich bin auch super zufrieden mit dem Geld. Und ich werde mir jetzt davon Hühner und einen Hühnerstall bauen. Und ich spare erstmal, bis ich genug Geld habe, um irgendwas zu kaufen.